Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Produkttest Nummer 5 Tag. Ich habe bei beautytester.de einen Produkttest mitmachen dürfen. Und zwar handelt es sich um ein paar Produkte, die ich von der cosmeticsfactory.de bekommen habe. Ich habe euch schon 4 Produkte vorgestellt. Von dreien war ich relativ begeistert. Eine hatte mich eher leider ein bisschen traurig gestimmt. Und heute sind wir bei einem Nude-Lippenstift von der Kate. Ich bin kein Lippenstift-Trager. Ich glaube, das habt ihr schon oft gemerkt. Ich finde, ich habe einfach ganz schreckliche Lippen. Ich habe eine schreckliche Form. Die sind komplett komisch krumm und auch nicht wirklich schön voll. Deswegen lasse ich die immer und konzentriere mich mehr auf die Augen. Aber okay, ich finde, die Farbe ist wirklich okay. Das ist so nudig, das fällt nicht so auf. Und wie das bei mir aussieht und was ich zu diesem Produkt finden könnte, werde ich euch jetzt in einem kurzen Beitrag zeigen. Viel Spaß und bis gleich. Der Rimmel London Kate Lippenstift kostet 4,99 €. Mein Lippenstift hat die Farbe 26. Zur Feier ihres 10-jährigen Jubiläums als Gesicht der Marke hat Kate Moss mit Rimmel London zusammen eine Auswahl von Lippenstiften entwickelt. Der Lippenstift fühlt sich sehr angenehm auf den Lippen an. Sie kleben nicht und man spürt kaum, dass man welchen aufgetragen hat. Der Nude-Ton ist sehr, sehr natürlich und verleiht den Lippen einen leichten Schimmer und ein gesundes Aussehen. Tolles Produkt! Ja, das war es auch schon wieder. Ein kurzer Beitrag zu einem Lippenstift, den ich wirklich okay finde. Die Farbe, und ich habe ihn auch nochmal drauf gemacht, wie ihr seht. Also es fällt nicht auch auf. Er ist relativ dezent, passend für mich, denn zu mir passt das einfach nicht. Hätte ich schönere Lippen, wäre alles okay. Aber nun ja, ich hoffe für euch da draußen auch ein schönes Produkt und etwas, was ihr euch holen würdet. Alle das findet ihr auf der cosmeticflatrate.de. Tolle Seite, interessante Seite, guckt mal drauf. Und ich freue mich, wenn ich euch dann zum Produkttest Nummer 6 sehen werde. Mensch, es nimmt einfach kein Ende. Da geht es dann zu einem Produkt, was für mich eigentlich sehr unwichtig ist und mir auch gar nicht steht. Aber lasst euch überraschen. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, schön bei YouTube abonnieren und auch mal bei meiner Facebook-Seite vorbeischauen und gefällt mir klicken. Das freut mich immer ganz doll und dann seid ihr immer auf neuesten Stand. Ja, schönen Tag noch und wie immer, bis bald, eure